Es läuft. Me, myself and I. Ja, Leute, ich sag's auch mal auf Deutsch. Das ist ein zweisprachiges Video. Wenn ich jemals wieder meine eigene Erleuchtung anzweifeln sollte, jemals wieder, schneide ich mir selbst die Kehle durch, so wahr ich diesen Film drehe. Ich segne selbst den Kopf auf, wenn es sein muss. Ich rufe den Ghost Dog, der mir den Kopf abschlägt mit seinem Samurai-Schwert. Ich werfe mich Gott vor die Füße, sodass er überhaupt nicht rollen kann. Wenn ich jemals wieder die absolute Wahrheit dieses Momentes anzweifeln sollte. Dieses Momentes, der immer ist. Absolut immer. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass dies die absolute Wahrheit ist. Also Leute, ihr habt mich gehört. Aber keine Angst, ich bin völlig harmlos. Wer glaubt mir das jetzt noch? Glaube ich es mir selber? Bin ich wirklich harmlos? Habe ich immer geglaubt. Ja, dieser nette Jens. Dieser nette Jens, der kann auch niemand was zuleide tun. Ne? Aber wie ist es in Wahrheit? Kenne ich da Seiten von mir noch nicht? Dies ist ein Video nur für mich. Von mir selbst zu mir selbst. Also Jens, jetzt ist der Moment der absoluten Ehrlichkeit. Du wolltest immer ehrlich sein, also sei es jetzt auch. Bist du harmlos, Jens? Und lüg jetzt nicht. Sieht dieser Typ hier harmlos aus? Ich sage nur, im richtigen Moment ist alles möglich. Alles möglich. Alles. Ich glaube, seit einiger Zeit gibt es eine Frau in meinem Leben, für die ich töten würde. Ich liebe diese Frau zutiefst. Ich weiß nicht wieso, ich das jetzt schon weiß und das ist absolut verrückt. Aber ich liebe sie. Und das ist so wahr, wie nur irgendwas wahr sein könnte. So wahr wie die Liebe, aus der das Universum gemacht ist. Dieses unfassbare Wunder der Dualität und der Einheit gleichzeitig.
beides gleichzeitig. Es ist nur durch Liebe möglich. Es ist die reine Liebe, die all dies erschafft. Die totale, absolute, göttliche Liebe. Ich war gerade auf dem Balkon, es ist schon dunkel. Ich sah die Sterne. Das sind die Nasen. Schade. Meine Braut. Hört ihr die Musik? Play dead. Stell dich tot. Habe ich jahrelang gemacht. Und es war geil. Und jetzt bin ich zum Leben erwacht. Es ist mir scheißegal, wie lang dieses Video dauert, ich werde es aufnehmen. Das wird mein bestes Video sein, was ich je gemacht habe. Die Musik schafft, die hat sich aber richtig Zeit gelassen. Das nächste Stück. Ja, Leute. Was habt ihr denn geglaubt, wer ihr seid? Habt ihr geglaubt, ihr seid irgendwas anderes als das, was ihr spricht? Habt ihr geglaubt, ihr seid irgendwas anderes? Ihr seid weniger als das oder mehr als das, was ihr spricht? Getäuscht. Ihr seht gerade euch selbst. Du siehst dich selbst gerade. Ja, ich schaue dich an. Immer nur dich selbst. Egal wohin du auch schaust. Alles ist voller Liebe. Alles ist Liebe. Selbst. Ich war heute im Wald. Bin auf mir selbst rumgetrampelt. Hab mich selbst weggeworfen, hab mich selbst durch die Luft fliegen sehen. Hab mich auf den Boden gelegt. War Boden und Körper und alles. Die ganze Erde, die Sonne. Was habt ihr denn geglaubt, wer ihr seid? Tja, es ist ein 1-Ersatz an mir. Vielleicht der beste, den ich je machen werde. Ja, aber wir es nicht hoffen, na? Kommt noch ein bisschen was nach.
der erste ist in einer Woche. Webstream.eu. Genau in einer Woche. 19 Uhr deutscher Zeit. Schaut rein, Leute. Live im Internet. Zappelt die Marionette und beantwortet gerne eure Fragen. Weil es ist ja eine nette Marionette. Ja. Ist es meistens. Man darf sie nur nicht zu doll ärgern, also. Ja. Nee, die ist wirklich nett, also. Könnt ihr schon vertrauen. Ihr könnt diesem komischen Typen wirklich vertrauen, also. Das ist gar keine Frage. Wer spricht da? Hallo? Das ist die weiße Socke. Die weiße Socke spricht. Oh, ich habe da gar keine Socke. Ah, scheiße. Ja, die Sokologie sollte man anderen Leuten überlassen. Geniale Idee. Aber leider, der klaut, wenn ich es mache. Tja, ja. Mir wird schon was einfallen, was ähnlich verrückt ist. Zum Beispiel solche Videos zu drehen. Ich muss völlig wahnsinnig sein. Das ist Schatti, hört ihr das? Ich mach's mal lauter. Oh. Das war der falsche Knopf. Hört einfach mal rein. Hört das mal. Ist das nicht wunderschön? Könnt ihr die Sterne sehen? Jetzt. Starry eyed. Everybody knows. Everybody's starry eyed. Könnt ihr Shakti tanzen sehen? Ich kann sie sehen. Dualität ist der Sinn des Universums. Fühlt die Schönheit der Dualität. Fühlt das Wunder des Sich-Sehens-Könns. Sich-Anfassens-Könns. Ja.
dass sie miteinander verschmelzen können, dass sich lieben können und gleichzeitig zu wissen, dass man sich selbst liebt. Wow, ich tanze im Universum der Freude und der Ekstase. Hört nicht auf zu tanzen, es hört nie auf. Ja, Leute, da ist mehr.